Wir sind hier heute in Bonn im Haus der Geschichte und diskutieren zusammen mit Linda Teuteberg von der FDP und Jan Fleischhauer vom Spiegel die Frage, verlieren wir die Mitte? Dabei wird es gehen um Humor und Humorlosigkeit in der Politik, Maserati-Typen, Donald Trump und natürlich die Frage, was muss passieren, damit wir die bürgerliche Mitte, die politische Mitte wieder zurückgewinnen können. Mir liegt einfach sehr daran, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass die Demokratie deshalb schwierig, anstrengend und fehlbar ist, weil Menschen fehlbar sind. Aber es gibt auch viele Politiker, die sich selbst klein machen oder sozusagen in allgemeine Parteienkritik und Politikverachtung noch einstimmen, um kurzfristig Erfolge zu erzielen. Da bin ich eher dafür, dass man da selbstbewusst vor die Bürger tritt mit dem, was er macht und um Zustimmung wirbt. 80% der Bundesbürger sagen, dass sie mit der Flüchtlingspolitik dieser Bundesregierung nicht einverstanden sind. Und für diese 80% gibt es keine Repräsentation im Deutschen Bundestag. Das ist ein echtes Problem. Gut, aber dann haben wir ja jetzt, dann sind wir ja genau an dem Punkt, wo wir fragen, warum ist die Mitte nicht mehr der Hauptteil der Bürger und Wähler? Ich habe jetzt auf dem Weg hier zufälligerweise neben Frauke Petri gesessen. Sie merken ja, wie ich so bin. Ja? Ich habe da so ein paar Jokes gemacht. Ja, die fielen ja so ins Flache. Ja? Ja? Das ist wirklich interessant. Also mit dem AfDler gibt es nichts zu lachen. Ich glaube ja auch, dass das der Punkt ist, wo man AfDler am besten treffen könnte in öffentlichen Diskussionen. Also ich glaube, so wie Herr Fleischhauer da mit seinem Humor offenbar ganz gut weiterkommt, würde ich mir von vielen Politikern und auch Medienmachern eine Mischung aus, glaube ich, mehr Gelassenheit und Souveränität auch im Umgang mit der AfD wünschen. Wir haben auch mit einem Misstrauen aufgeladen gegenüber Leuten, die ja wiederum uns regieren sollen. Das halte ich für fatal.